Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos! Zusammen mit dem DNR. Der ist nämlich heute als Special Guest mit dabei. Herr DNR, wo sind Sie? Hallo, sind Sie auf, Wo ist er? Auf dem Stego! Im ja, Modi-Switch! Ja. Oh, jetzt wird sie rückwärts von der Laderampe runtergefahren. Es gibt so ein kleines Bad. Elektro-Stego anscheinend, der muss piepsen beim Rückwärtsfahren. Oder liegt es am Gewicht, an der Größe? Man weiß nicht, wie da die Bestimmungen sind in ARK. Und was wird gefarmt vom DNR? Stroh! Stroh wird gefarmt. Weil du hast mir gerade gesagt, wir haben keinen Strom mehr. Wir haben keinen Strom mehr. Wir müssen nämlich hier die Klappe müssen wir mal reparieren. Die ist ja irgendwie schon über die Hälfte zerstört. Aber. Oh, der Stego hat uns auch mitten aufs Boot gekackt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss ich erstmal runterschmeißen, ja? So, Kacke vom Bord. Jetzt stehe ich in der Kacke drin. Kacke! Runter mit dir! Kacke! So! So, schön ins Meer geworfen, wie man das halt so macht. Hast du irgendwie Strohceilings hier vorne dran gehangen? Ja, die waren aus dem Drop, aber die kannst du wegtun. Zerstör die einfach. Ich find's ganz cool. Sie hat ein bisschen was so von der Hängematte, weißt du? Kann man bei der Fahrt vorne ein bisschen drauf chillen. Ja, so war es ein bisschen gedacht. Ich dachte, da kann man auch Dinos rauschen. Und dann dachte ich, ah, ganz schlechte Idee. Wenn irgendwas kommt, ja, Stroh ist sofort kaputt, dann fliegt's runter, ja. Und man fliegt tatsächlich auch. Aber das fliegt man überall. Also man fliegt auch auf den Steinsachen. Auch da ist ARK noch nicht ganz so weit, aber wie ihr wisst, ganz frisches Game, das kann ihm alles passieren, ne? Wie gesagt, gib dem noch ein, zwei Monate, dann sind wir hier weiter. So, wir sind auch dabei, Fleisch zu braten und haben auch wieder gut was in der Zwischenzeit schon gebraten, denn wir machen uns heute auf die große, weite Reise nach Chitin. Denn da oben könnt ihr schon sehen, Agathe ist am Start. Sehr, sehr geil. Immerhin haben wir einen richtig, richtig guten Flugdino. Agathe wahrscheinlich mit der beste Flugdino, den man so haben kann. Mit allen Vorteilen. Und Level 80 ist er auch schon. Nur, wir können halt immer noch nicht den Sattel machen, weil wir dafür ultra viel Chitin brauchen und Hide. Hide ist eher das kleinere Thema, aber Chitin ist ein bisschen schwieriger. Deswegen machen wir uns wahrscheinlich heute auf den Weg Richtung Sumpf. Also das auf jeden Fall. Wie viel wir davon nachher wirklich, also wie weit wir da wirklich kommen, beziehungsweise auch laufen müssen, ist eine andere Frage. Vielleicht kriegen wir ja auch schon ein bisschen vorher was. Ich muss mal kurz noch mal ein paar Pfeile machen, dafür brauchen wir noch ein bisschen Flint. Du holst Thatch, hast du gerade gesagt, ne? Das ist sehr, sehr gut. Wo ist er denn, der DNR? Oh, so weit schon weg da hinten? Ja, du kannst mich gleich abholen, dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen, das wäre ganz nett. Ich komme. Oh Gott, wie der Drop sich hier abbaut, langsam von oben nach unten. Ich komme nämlich gerade mal zu dir und hol dir mal ein bisschen Thatch raus. Achtung, nicht hauen, du kannst mich ja eh gar nicht treffen, glaube ich, oder? Kannst du? Nee, ich glaube nicht. So, ich habe auf jeden Fall das Thatch von dir mal rausgenommen. Dann oh mein Gott, Izzy! Was denn? Ach so, ich dachte schon, ich habe einen Rechtsklick gemacht, dann stand da 699 Thatch und ich dachte, was ist denn das für eine Attacke? Ach so, aber minus. Das war, was du rausgenommen hast, ja. Ich dachte gerade, was ist das? Weil der hat zwei Attacken, mit Rechtsklick macht er das hier. Aber ich glaube, das ist nur zum Aufspießen von Gegnern und das hilft nicht beim Farmen. Ah. Warte mal, wenn wir Leder brauchen, dann können wir theoretisch uns auch einen kleinen Dodo gönnen, ne? Kann ja nicht schaden. Ja, ja. Ich meine, wie viel gibt der? Auf jeden Fall. Also effektiv ist es auf jeden Fall, einen kleinen Dodo zu töten, wenn ich nicht die ganze Zeit hier... Hey! Ha! Wenn ich nicht die ganze Zeit craften würde. 10 Leder. Aha. Für einen kurzen Schlag da drauf. Easy. Aber ich mach gerade so viele Pfeile. Ja. Sonst mach du dich schon mal dann wieder auf den Weg zurück. Und dann machen wir uns auf die große, weite Reise. Meinst du denn, wir können die Dinos hier so stehen lassen? Willst du, ich wollte noch ein bisschen weiter fahren, oder? Willst du wirklich hier einfach dann alleine ja, durch? Ich würde hier alleine durch, ja. Kann man nicht in diese Landzunge hier reinfahren? Ja, okay, aber guck mal, das sind nur ein paar Meter und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir das Floß hier stehen denn lassen, ist es safer, als wenn wir es vorne Richtung Festland so richtig Sumpf, haben, ne? Zum da, Sumpf kann man einfach das straight doch voll. Aber wir könnten hier reinfahren und dann da oben. Oder? Was ist denn da? Aber ich habe das Gefühl, dass das hier halt alles ziemlich safe ist. Hier ist wieder so ein kleiner. Hier so ein kleiner Fräts. Okay. Ja. Was hier ist auch ein Staubi. Staubis geben doch auch Keratin, oder? Ja. Geben die. Wie können wir die nochmal killen? Kann man die überhaupt killen? Da war doch irgendwas. Sie waren doch so schwer zu killen, oder? Nö, die sind einfach nur ein bisschen nervig, wenn sie zum Weglaufen. Und man hat am Anfang wahrscheinlich nichts gehabt, aber wenn du da einfach mit der Pike raufgehst dreimal, dann sollte er tot sein. Herrlich. Scheidebike. Ja. Die halten noch so viel aus, dachte ich. Nö, der hat ja gar nichts ausgehalten. Was habe ich denn in meinem Kopf hier für Filme geschoben? Oh nein, ich glaube, er buggt. Wo ist er? Da ist er. Oh, der hat auch wieder Siliziumperlen gegeben und 33 Chitin. Stark. 33? Ja, da vorne ist noch einer.
Krank, ja, das ist richtig gut. Ja, stark. Ich finde das so cool, dass die Piraten sind und die so von A nach B immer einfach fahren können und dadurch immer wieder neue Umgebungen haben, wo man halt farmen kann. Voll gut. Voll gut, weil dann, das ist halt das Ding. So, der Plan ist eigentlich Sumpf, aber dann auf einmal fällt dir auf, oh, hier sind ja Trilobites. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Der auch wieder 22 gegeben. 22 Chitin, Siliziumperlen nochmal eben so mit dabei. Vielleicht finde ich hier noch ein paar am Strand. Guck du auf jeden Fall mal, dass du direkt verschluckt. Hier sind ja auch noch Schildkröten, die geben doch auch. Ja, aber wenig. Also im Vergleich lohnt es sich sehr, sehr viel weniger. Ich glaube, die geben dann so 3-4 oder so. Wir probieren es mal aus. Gucken, ich weiß jetzt gar nicht, welches Level der ist, aber die ist halt super, super langsam. Immer schön. Oh, toll. Ich sag gerade immer schön den Kopf, dreht er sich auf einmal zur Seite. Boah, wie viel effektiver das in den Kopf ist. Oh, bist du gerade schon bei uns zu Hause? Ach, gehst du mit drauf? Okay. Kann der nicht auch irgendwie gut sowas abbauen? Na, lieber nicht, ne? Auf jeden Fall ist der stark. Jo. Boah, wie viel die aushalten. Okay, ich glaube, das wird es nicht lohnen. Was ist der für ein Level? Ja, deswegen helfe ich dir ja. 110. Krass. Guck mal hier. Ich kann ihn aufspießen. Siehst du das? Nee. Pass auf. Und jetzt? Das hat so ein komisches Geräusch gemacht. Klar. Ah, ich glaube, das ist cooldown. Ich kann es nicht die ganze Zeit. Aber ich kann ihn eigentlich aufspießen. Der hat übertrieben viele Piercings mittlerweile im Gesicht, ne? Schon crazy. Das ist ein Style. Oder hatte der die schon vorher? Das kostet halt alles Pfeile, was du machst, und Haltbarkeit. Ja, total und meins dumm. Ist unendlich einfach. Ja, mach du mal lieber. Der macht ja wahrscheinlich nicht viel Damage, oder? Nö, gar nicht. Null bis jetzt. Ich verbrate die ganze Zeit unnötig Pfeile. Weil der kommt ja gar nicht an mich ran. Ja, ja, stimmt. Er haut schon ab hier. Aber abhauen geht nicht. Ist deiner nicht gleich benommen? Kippt der nicht gleich um, weil du die ganze Zeit drauf haust? Ja, irgendwann ja. Ich hau mal mit ein bisschen mit der Pike noch drauf. Komm, jetzt stirb mal, weil wie viel der aushält. Level 110, das ist unfassbar. Das sind halt die kranksten Tanks, deswegen meine ich, es lohnt sich nicht so richtig. Ja, wir gucken jetzt mal, was kriege ich da raus? 5 Keratin. Ich habe vorher gesagt. 5, einfach gar nichts. Dann suchen wir doch lieber die Trilobites. Eieiei. Ist die Frage, wie viele Trilobites hier sind, weil die sind ja wirklich mit das Niceste. Was das Farmen von Chitin betrifft. Ob sich da überhaupt der Weg lohnt. Aber die sind halt auch relativ selten. Man könnte vorne nochmal gucken. Sind die einfach häufiger auf so Inseln, so Landzungen und sowas, wie jetzt hier gerade, als auf dem Festland? Oh, was haben wir hier? Wir haben hier nochmal ein Dodo. Oh, was ist das denn? Ist das ein Mini-Moschus? Ah, Mini-Parasau. Oh, ist das süß. Oh. Guckt euch den mal an, wie süß ist der, ein Mini-Parasau. Sweet. Ja, hier der Gerät hier. Ah, der hält so viel aus auch, aber ich glaube, der macht doch nicht viel Schaden, oder? Ach, der haut ja sogar ab. Ah, eine Bola habe ich nicht. Aber du hast nicht ein Baby angegriffen, ne? Weil dann kriegst du gleich Stress. Nee, ich habe hier den anderen angegriffen. Ah, der hält alles doch nicht so krass viel aus, wie ich dachte. Oh. So, der gibt Hide. Also Hide haben wir jetzt auf jeden Fall. Hide müssen wir uns keine... Wie viel Hide brauchen wir denn insgesamt? Ich habe jetzt 86 nochmal. 350. So, und du hast wie viel? 97. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also Fokus sollte auf jeden Fall Chitin sein. Oh, hier sind auch überall Babys. Aber es scheint kein Trilobite, kein Staubi mehr hier irgendwie am Strand rum zu irren. Wie ein verrückter Staubsauger. Der nicht versteht, dass es nicht der richtige Ort ist, um zu staubsaugen am Strand. Boah, krass. Das ist so ein schmales Stück. Und trotzdem sind hier Haie drin. Krass. So, echt? In dem Ding sind Haie? 3 Stück zusammen direkt. Krass. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher so ein Piranha-Gebiet und so. Und hier sind auch noch, oh mein Gott, es kommen Raptoren. Oha, weil weißt du, was mit unserer Treppe ist? Durch was die Treppe denn? Können ja auch welche, die so Raptoren, die schwimmen im Fluss, kommen halt hoch. Ja, deswegen wäre ich halt lieber eigentlich außen geblieben im Fluss. Na, es ist schon okay. Das ist nur die eine Stelle. Oh, wir werden von irgendwas angegriffen. Siehst du das? Irgendein Vogel? Ah, es war nur ein Mini-Vogel, glaube ich. Ja, keine Ahnung. War nur so ein Mini-Vogel. Alles gut. Okay. Ja, du willst einmal ankommen? Ja, also ich fände es gut, wenn wir jetzt hier bleiben würden. Okay. Die Haie greifen ja nicht an. Die anderen bleiben da drauf. Werden hoffentlich auch nicht angegriffen auf dem Wasser sonst. Ja, und ich steh auch so ein bisschen weiter halt hier in die Mitte vom Meer, dass niemand vom Flussrand rankommt. Die Kleinen greifen ja in der Gruppe an, ne?
die ganzen kleinen Kompis. Ja, oder ich halt nur so ein Raptor, wenn er da hinten war. Ne, ich sehe hier gerade so ein paar Kompis, die mich angreifen. Der sind 100. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Ah, Dilo. Boah, ich dachte gerade, ich wäre irgendwie krass betäubt worden oder so. Okay. Ist das echt ein Hai, der da ist? Also im Wasser sind auf jeden Fall richtig viele Haie, ja. Ich gehe mal ein bisschen rein hier. Ich habe übrigens auch wieder das Gras angestellt. Es ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn das Gras aus ist. Ey, soll ich schon wieder? Auf? Was hat der Vogel mir geklaut? Ich habe es gerade oben gar nicht gelesen. Ey, das gibt's nicht. Die klauen einem alles, ne? Ich hoffe, der hat nichts so Wichtiges. Hat der eine Bola von mir geklaut? Frage, soll ich den vielleicht auf neutral stellen, damit er sich im Zweifel kurz verteidigt? Das schafft er ja. Ja, ja, besser schon. Hier ist ja eigentlich Anfängerbiom. Der könnte ja eigentlich, müsste er gegen alles gewinnen. Ja, Alter, auch. Der hat meine Pike geklaut. Oh mein Gott, was? Der hat meine Pike geklaut. Er hat mir Essen geklaut, Arschloch. Das, also, den mach ich kaputt. Oh mein Gott. Vor allen Dingen habt ihr uns auch in die Kommentare geschrieben, dass man die Sachen anscheinend nicht mehr wiederkriegt. Nee, der isst die einfach oder macht sie kaputt. Oh, Raptoren direkt bei dir, ne? Ja, die hatte ich ja vorhin schon genannt. Die greifen Stegi an, ne? Die greifen Stegi an. Jetzt gerade? Ja. Oh mein Gott, okay. Ja, Stegi macht die jetzt fertig. Der ist ja auf neutral, ne? Ja. Das Problem ist nur, wenn er ins Wasser läuft. Da kommt noch einer, zwei. Die sind Stück ja nur noch im Wasser, die kommen gar nicht auf gerade gar nicht hoch. Ja gut, aber es sei denn, die kommen auf einmal seitlich auf die Leiter, ne? Ja, ja. Aber bis dahin sind sie tot. Also das macht er hier easy. Level 10er. Der andere hier. Ich treffe den nur nicht, weil er hier so weit unten ist, aber. Ich versuche den auch noch parallel abzuschießen. Was Level hat der? Macht der das bloß kaputt? Nee. Nee, nee. Kann er gar nicht. Der ist fast tot. Noch einmal. Ah, noch zweimal. Sehr gut. Ja. Ja, ist ein bisschen risikoreich hier, aber ich glaube, das wird schon passen. Weißt du, was wir hätten machen sollen? Wir hätten die zähmen sollen. Zwei Raptoren kurz zähmen, reinlaufen hier mit den Raptoren, geht viel besser als zu Fuß. True. Und einen Sattel haben wir schon, einen zweiten, den wir bestimmt easy machen können. Das sind so Anfänger-Dinos. Ist richtig. Nur jetzt habe ich wieder das große Problem, dass zum einen Stego. Oh, er ist im Weg und ich lande im Wasser, weil es einfach buggt. Oh Gott. Ja? Oh, weil Stego steht auch beim Segel. Wieso ist er im Weg hier? Bei mir steht er komplett nicht am Segel. Er steht komplett auf der Fahrerseite hier. Was? Bei mir ist er hier? Siehst du, wo er ist? Lol, ich bin aufgestiegen, jetzt steht er bei mir auch am Segel. Ja. Lol. Er ist einfach komplett rüber geswitcht, wie random. Ich brauche eine neue Pike. Ohne Pike gehe ich nicht los. Ja, mach dir die. Sollten wir genug haben. Pike. Was greift hier wieder an? Oh, das kann ja doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das? Pike macht man in der Werkbank. Da, let's go. Ja, oder sollen wir doch weiterfahren? Mikrofon, bleib an. Oder sollen wir doch weiterfahren? Ja. Ja. Ist schon risky. Also es klappt ja hier gerade gar nicht irgendwie. Mit zwei Raptoren wäre halt wieder krass eigentlich, ne? Ja, es ist doch irgendwie wieder ein hin und her. Sind denn alle da? Ja, sind alle eins, da? Hallo? Zwei mehr haben wir nicht. Du bist auch da. Also schon mal drei, mit mir vier. Also ich glaube wirklich, wir sollten jetzt nochmal über Raptoren sehen. Lass die zähmen und dann mit denen loslaufen. Ist ja kein Problem, egal wie gut die sind. Mit Primate kriegen wir die schnell gezähmt. Und dann, boah, ich stell die jetzt wieder auf passiv, sonst greifen sie an. Okay, was ist denn jetzt hier? Oh nein! 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 Mir wurde einfach meine Spitze, meine Dings geklaut, meine Armbrust. Ehrlich? Trilobite! Ja! Das ist natürlich scheiße. Nice. Wir sind Trilobite. Nein, aber ist doch. Mann, Alter! Das ist 10 Metall oder so. Nerven so krass. 25. Und das ist ja. Ich habe einen Drop. Wieso klauen die mir nichts anderes? Ich mach jetzt mal Stimberries in den letzten Drop, in den letzten Slot rein, weil ich dachte, die klauen immer das aus dem letzten Slot. Aber Mensch, definitiv Mensch, wurde mir gerade aus dem zweiten Mensch, Slot meine Metallarmbrust geklaut. Von den Assis, Alter. Vor allem, wie viele gibt es von denen? Das ist ja nicht mehr normal. Das hat gerade. Armbrust, das hat 7 Metall gekostet. 7 Metall. Ja, das ist nichts. Richtig teuer gewesen. Ich meine, der Pike war auch scheiße. Ja, Pike ist aber fast noch teurer, oder? Weiß ich nicht, als ein Crossbow? Auf jeden Fall Scheißteile, wirklich. Ja. Wenn die noch einmal kommen, mach ich die fertig. Weil der war so perfekt hinter mir und ich dachte, jetzt schieße ich ihn tot. Und dann so, fuck, wo ist meine Armbrust? Vor allem, man kann ja auch nichts dagegen machen. Guck mal, hier sind schon wieder welche. Aber sind das nicht auch. Ist das nicht nee, unser Pelag? Ja. Nee, das ist ja die größeren. Ja. Das neben uns, nee, das ist ein Scheißvogel. Ja, das ist doch ein Pelag gewesen, oder? Ja. Also, aber vom Fahren kann ich den. Ah, wie du den abgeschossen hast. Ach nee, der hast du gar nicht abgeschossen. Nein, der hat sich aus dem Wasser geholt wieder. Den habe ich! Aha. Das sind praktisch Mini-Pelas.
Oha, wie ich beide getroffen habe. Alter Pro, ein gezielter Schuss. Guck mal bitte an den Rand, ob du Trilobites siehst. Ja, mach ich. Das ist super wichtig. Wir könnten überall Trilobites sein. Panoramafahrt hier, ja? Kleine genau. Panoramafahrt am Ufer entlang, dass man ein bisschen was sieht. Und wenn wir Kaffee und Kuchen ab der Hälfte. Ja, so wird noch ein bisschen was verkauft, dass man irgendwas haben möchte. Dann werden wir Bingo spielen. Eine Runde. Aber, ja, ein bisschen Rubbellose verteile ich auch noch. So, sehr gut. Machen wir ein bisschen Cash. Ein bisschen alte Leute abziehen. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich Spaß daran. Werdet abgezogen. Das ist alles zu fairen Preisen natürlich, ne? Papier wird ja auch immer teurer. So. Ja, man muss auch mal gucken, wo man bleibt. Außerdem sind auch zwei junge Menschen, mit denen wir sich um Tiere kümmern. So. Also, ne? Wirklich. Ich finde, wenn es ums Tierwohl geht, kann man auch abziehen. Also, das ist in Ordnung. So nämlich. Ja. Aber weiter geht's. Fahren wir hier rein, bitte. Ich glaube, dass wir hier Raptoren bekommen. Und ich glaube, dass die Raptoren alles ändern. Weil mit denen laufen wir einmal rein. Mit denen müssen wir nicht mehr absteigen. Essen wir einfach was. Wenn irgendwas Gefährliches kommt, laufen wir einfach weg. Und die passen auch easy hier drauf. Das sind einfach so kleine Erkundungstiere, weißt du? Ja, ist richtig. Was ist das für ein komischer Drop hier eigentlich? Das ist doch der, Ist das ein da beschwört man die Bosse, oder? Ja, ja. Ne? Hat keinen einzigen Trilobite mehr gesehen? Nee, ich hab geguckt die ganze Zeit. Geht's hier weiter? Alter, ist hier nicht. Nee, ich glaube hier nicht. Aber dann fahr hier weiter und dann gleich links rein. Dann kommen ich wir hoffe, nämlich auch wir kommen hier durch. Oh, ja, sieht gut aus. Jo. Ja, entspannt. Ich guck mal auf der Korde. Ja, und fahr weiter am Strand. Ich gucke mal, ob Trilobites sind. Ja, hier genau. Irgendwo. Wir fahren hier für Trilobites, aber ich glaube, hier kommt man nicht besonders weit rein, leider. Aber doch näher als gerade. Ja, wir sind jetzt auf einer anderen, also vom Sumpf sind wir jetzt auch irgendwo wieder ein bisschen weiter weg, weil wir aber der Sumpf ist riesig. Ich glaube wirklich, dass wir bis zum Sumpf kommen. Von hier glaube ich nicht, aber wir fahren einfach mal rein, wir gucken einfach mal. Hier müssen auch irgendwo Trilobites sein noch. Ja, oder Rappis. Oder Rappis auch. Ein also Raptoren. Trilobites sind ja eher auf dem Sandstrand, also das, was da links ist. Hier ist auf jeden Fall wieder ein... Oh, was ist da? Ein Terry? Pauls? Ja, Terry können wir noch nicht zähmen. Da ist ein Raptor. In der Mitte ist ein Raptor, oder? Ja, rechts ist ein Raptor. Okay, ich habe noch 19 Pfeile, das reicht auf jeden Fall aus. Willst du jetzt auf ihn draufschießen? Ja, ich sehe ihn gerade nicht mehr, wo ist er? Da vor dem Paul, an dem Baum. Links aber das vom ist, Paul. Stimmt, aber da ist irgendwas Großes daneben. Ah, ein Bionics oder so. Ne, was ist das? Ne, der ist, glaube ich, lieb, oder? Nein. Aber der Raptor, siehst du den Raptor, läuft Iguanodon. Ja, okay. Ah, und Raptor sind zwei Raptoren aber. Ne, ein 75 Raptor. 75 Raptor. Ne, der kämpft gerade mit Iguanodon. Ah. Ne, ist nur ein Raptor. Ja, mach du dich auch mal bereit, weil vielleicht müssen wir gleich schnell sein. Hast du Bolas? Ne. Dann kannst du noch Bolas machen. Aber das ist nur einer, ne? Es sind zwei. Der eine kämpft gerade mit Iguanodon und einer ist irgendwo rechts beim Paul. Hä? Ehrlich? Ich sehe nur einen. Ja, ja, der ist gerade am Wasser. Im Wasser. Siehst du einen im Wasser? Den meine ich. Ich sehe nur den, ja. Ah, okay, sorry. Ich dachte, dass rechts noch irgendeiner war. Okay, wollen wir ihn versuchen, da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Du hast recht, da hinten ist noch einer. Ich habe eine Bola jetzt. Okay, ich habe auch eine Bola. Wollen wir beide jeweils einen bolern? Aber der andere ist jetzt schon wieder ein bisschen weiter drüben, ne? Ja, komm, wir versuchen das. Wir laufen mal hin. Welchen holen wir, den linken oder den rechten? Den linken hier erstmal, der ist ein bisschen weiter weg vom Schuss. Okay, dann hin und erstmal bolern. Der kommt. Bola, er kommt zu uns, nicht im Wasser bolern. Du hast ihn doch selber im Wasser gebodert. Tut mir leid. Du hast Trank Arrows, schon mal ich hab gar keine Trank Arrows. Zwei, drei in ihn rein. Ich könnte nur mit der Flitsche drauf gehen, wenn. Ja, geh ein bisschen mit der Flitsche drauf. Ah, scheiße, war schon. Hast du schon ausgenommen? Ich glaube, das war's der bei wird dem. Ertrinken. Aber da hinten ist ja noch einer. Komm, wir kümmern uns direkt um den nächsten. Hast du noch mal eine Bola? Er ertrinkt. Ja, ich habe eine Bola. Okay, ja, schade. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht knapp noch steht, aber es war so einen Meter zu viel. Oh, Insekt, aber Insekt auch? Hätte ich nicht gebodert, wäre hier vielleicht auf Stege gegangen und ich wollte einfach die Katastrophe verhindern. Das wäre jetzt mit erstmal die Dilos killen, ja? Ja. So, dann kill du nochmal den anderen und ich mach schon mal die Bola bereit. Der ist tot. Ja. Der ist tot. Ja. Hier, Insekten, Izzy. Lass uns Insekten holen. Perfekt. Der ist tot, der Raptor. Da wäre Level 10 gewesen. Oh, Insekten. Ja, perfekt. Ich sehe nur das Insekt nicht mehr. Wo ist das? Ah ja, da ist es. Vier Stück. Ich kill die Insekten auch direkt mit der Axt, damit man bloß nicht irgendwas verliert, weißt du? Ich sehe sie nicht mehr. Wo ist denn die? Hier ist manchmal tötet man sich schon in der Luft. Ah, hier ist der Todraptor.
Wer hat denn gerade so geschrien? Hast du irgendwie Hunger oder so? Der hier hinten, der hier. Der Iguanodon. Und der ist Level 100. Wollen wir uns den sonst holen? Auch gut. Richtig gut. Damit können wir auch ultra weit reisen. Ja. Kann man den bowlern? Den kann man bowlern. Okay, Dilo. Ja, hab einen Dilo getötet. Ja, pass nur auf, dass die nicht, dass er nicht sauer auf uns ist dann. Wir haben ihm doch geholfen. Okay. Soll ich ihn bowlern? Ja, aber der kann das manchmal nicht unterscheiden. Noch ein Dilo, noch ein Dilo. Wo? Hinter ihm, greift ihn an. Okay. Der ist Level 100. Ja, der soll den lieber selbst kaputt machen. Ich glaube, der schafft das. Weil nicht, dass wir dann außersehen ihm Schaden machen und der dann sauer auf uns ist. Ja, okay. Nicht, dass er gleich zu viel Schaden, weil der ist Level 100, der Dilo, ne? Ja, vielleicht wenn du schießen kannst auf ihn. Ah, ich hab's. Sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt wohin geht er? Weil hinten ist noch ein Terry, aber gut, der sollte ihn eigentlich nicht angreifen. Ja, bowle ihn. Hab. Sehr gut. Okay, jetzt gegen Kopf. Dann musst du Pfeile, weil ich hab nicht immer eine Schleuder mit. Ich muss nochmal zurück zum Fluss. Mach du. Ja. Oh Gott, mach schnell welche. Ich will nicht, dass ich zu wenig habe. Ja, weil ich hab jetzt noch 13. Es könnte schon reichen, aber er ist halt Level 100. Ich kann es schwer einschätzen. Ich hab ihn. Nein, er ist tot! Was? Ich hab nicht mal Blut gesehen an ihm. Ich kann sagen, der war dann noch gar nicht blutig. Scheiße. Oh, hier ist er noch heil. Oh, der wäre richtig cool gewesen. Hä, warum ist er denn schon tot? Ich hab mich auch gewundert. Er sah wirklich nicht blutig aus. Also jetzt sehe ich Blut an ihm, aber auch nicht so viel. Und der andere Raptor ertrinkt, ey, oh Mann. Tu noch mal Fleisch in ihn rein, vielleicht bringst du irgendwas, dass er schnell genug gezähmt wird, oder ist er schon tot? Ich habe gar nicht geguckt. Guck mal. Wir haben leider keinen Primate. Weißt du, wenn wir irgendwo ein, zwei Primate vielleicht haben, vielleicht können wir ihn schnell genug zähmen? Ja, er ist schon tot. Okay. Ach, ey. Ey, wirklich, es war... Wir hatten so viele Chancen hier. Zwei Raptoren, Gallimimus. Ein Iguanodon. Ach, Iguanodon, nicht Gallimimus, ja. Oh, Gallimimus wäre noch geiler gewesen. Ja. Es ist ein, aber glaube ich, es war besser so... Gallimimus wäre so geil. Ja, aber es war besser so, als wenn der Raptor uns angegriffen hätte. Ja, man muss immer das Positive sehen. Ist hier noch ein Insekt vor uns? Lass uns mal kurz hier warten. Ja, der wo? Kommt, ja. Wo? Ich sehe es nicht. Ach, da unten das, ja. Ja, jetzt kommt jetzt zu mir. Gönn ich mir direkt, ne? Ach, machst du direkt schon mit der Axt, gehst du schon drauf? Ja, ja, weil ich bloß nicht, weil manchmal, du baust ja auch schon ein Schwert. Man verschwendet dann einen, ja, ja. Ja. Wie das aussieht, wie du ihn jagst und nicht kriegst. Vielleicht dann doch ein bisschen. Was ist das für eine Hitbox? Er haut einfach komplett ab. Ist wirklich besser mit dem Speer, ne? Ja, ich glaub schon. Man muss halt wirklich vorsichtig sein bei jedem, dass man nicht direkt noch einen hinterherhaut. Immer gucken, ah, ist er jetzt tot? Nee. Okay, dann nochmal einen, ist er jetzt tot? Nee. Wo ist denn der DNR jetzt schon wieder? Ich fahre ein bisschen mit dem Floß weiter, aber ich bleib hier am Strand. Danke. Ich versuche die immer noch zu treffen. Ehrlich? Und sehe sie nicht. Ja. Ah, da ist sie. Ja, es ist, ich hab's hier. Im letzten habe ich es geschafft. Okay. Ja, ich bin jetzt hier direkt am Strand. Das war ein Kampf, es gab genau einen, ne? One versus Wild. Wie viel brauchen wir denn noch von allem? Ist das da vorne aber noch kein Sumpf, oder? Warte mal, wo sind wir denn hier? Da oben? Ist das da oben schon der Anfang vom Sumpf? Da ist ein Spino, rechts ist ein Spino. Kommst du eigentlich wieder aufs Floß? Ja, ich komme eben zu dir gelaufen. Da ist ein Spino und ja, geradeaus ist der Sumpf. Geil. Wo ist denn ein Spino? Okay. Wir können Spino. Rechts ist der im Wasser, nicht weit weg. Oh, ich habe halt nicht so eine View-Distance. Ich sehe das auch gar nicht. Jetzt sehe ich noch aber ich weiß nicht, ob ich hier reinfahren würde in den Sumpf. Na klar, Floß. Aber den Sumpf wie... Also wirklich, ernsthaft? Sümpfchen, das ist schon gefährlich. Sümpfchen. Ja, hier ist noch alles safe. Oh mein Gott. Wobei, wenn die ganzen Insekten nachher kommen, ne? Da kommt ein Sarko und sowas kommt dann, weißt du? Ja, und die ganzen Insekten sind auch kacke. Und ja, hier ist doch schön. Spinos verlieren. Oh, ich lande natürlich im Wasser, wo denn auch sonst, klar. Wo soll ich denn sonst landen? Vorsicht, Piranhas könnten hier noch sein. Sieht relativ friedlich aus gerade. Dieses kleine Ei immer noch da vorne auf der Treppe sitzt. Hallöle! Sind hier und die Sumpfbewohner? Wir sind auf der Suche nach den Sumpfis. Sumpfhausen ist das hier, oder? Hallo! Mit Floßhausen nach Sumpfhausen. Oder? Oder ist doch Sumpf, der hier anfängt? Das sieht so sumpfig so langsam aus. Der da vorne, oder? Da vorne noch kommt nochmal ein Groven, glaube ich. Also der Weg ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so weit, wie wenn wir komplett durch den Wald gelaufen wären. Oh, da oben ist wieder so ein cooler Flugdino, wer auch immer der heißt. Ich habe vergessen immer seinen Namen. Keine Trilobites leider. Irgendwas kämpft hier wieder.
Ja, das war dieser Oviraptor war auf jeden Fall gerade hier im Start. Hier wieder ein Dilo. Dilos. Überall immer Dilos. Und da vorne ist der Sumpf. Da vorne links ist der Sumpf. Also ist echt ganz gut, dass wir hier hingefahren sind, glaube ich. Also ein Pferd hinten rechts, ein großes. Da hat das rote... Das sehe ich alles gar nicht wegen meiner View-Distance. Oh Mann. Ja, Leute, ich, kleine Info nochmal dazu. Oh, jetzt müssen wir... Oh, ich sehe schon die erste... Ich sehe schon die erste Anaconda da hinten. Zwei Stück. Titanbohr. Pass auf. Ja, hast du Stimberries? Nee, du? Ich drop dir Stimberries. Ich habe die schon wieder zu Hause vergessen. Und tu die in den letzten Slot und benutze die, solltest du vergiftet werden. Hast du... Wir müssen doch gar nicht Stimberries nehmen. Wir haben doch sogar das gecraftete... Ja, ich weiß, aber jetzt habe ich nochmal Stimberries auch noch mitgenommen, weil wir haben davon unendlich viele. Und die sind auch super. Die kannst du einfach dann zack, zack, zack reinballern. Der einzige negative Effekt ist, dass du Durst bekommst. Oh, One-Shot. Und einsammeln. 14. Wie viel gab's? Nicht schlecht. Oha. Ja, das ist stark, das ist echt gut. Oh, du weißt ganz genau, weißt du, was wir schon für Dramen hatten im Sumpf? Ja, wir müssen uns so so Schritt für Schritt nur vorgehen. Unfassbar gefährlich. Weil uns alles hier halt gefühlt ausnockt, ne? Yep. Da vorne ist ein großer Dino noch. Hinterm Stein. Ein Pferd. Okay, oh, Titanbohr, zwei Stück? Ja. Also einer. Die bringen auch kein GT, ne? Die bringen uns auch nichts, wenn wir die töten. Ne. Glaube ich. Die knocken uns ultra schnell aus. Ne, warum soll ich nicht GT haben? Okay. Was ist das? Oh. Einfach nur, damit der weggeht. Hier ist ein Insekt. Halt dich an. Ja. Pass auf, dich nicht das Pferd angreifen. Oh, oh, oh. Nicht das Pferd angreifen. Insekten. Ja. One-Shot. Noch eins. Oh, ganz viele Insekten. Oh, mehrere. Sehr stark. Gut, sehr gut. Oha. Das Ding ist, wenn man Leichen liegen lässt, dann kommen doch so viele Insekten im Sumpf, ne? Das kann sein. Ja. Stimmt eigentlich. Ich glaube, die ziehen Insekten an. Dann müssen wir aber mal irgendwas töten, ne? Ja, das Pferd, oder? Nein, auf keinen Fall. Wie schnell laufen sie? Lauf! Tempo, oh. Lauf einfach! Okay, lass irgendwo, Richtung, wo man die gut sieht, hin Richtung und die dann Fluss. Einfach töten. Ja, mit, Mit Pfeilen einfach. Pfeilen im Kopf. Mit Pfeilen, das ist richtig stark. Hast du sie im Blick? Nee, ich sehe sie gerade nicht. Aber sie kommt bestimmt. Sie kommt, sie kommt. Okay, 237 Schaden in den Kopf. Ja, genau, in den Kopf ist es ultra stark. Hier auf so einer offenen Fläche, wo nicht so viel Gras ist. Also vielleicht hast du gerade kein Gras, aber ich sehe gar nichts, wo du bist. Doch, ich habe überall Gras. Ich gehe jetzt so ein bisschen weiter hier zurück, weil hier ist am Strand, hier kann man die super sehen. Hier kann die uns gar nichts. Oh, Lauf. Sie hat mich fast gehittet. Ja, Stimulant, wenn du gehittet wurdest. Habe ich aber nicht. Oh, okay. sie ist hast tot. Achtung, die ist bei dir, die hittet dich. Aber du hast doch Stimberries. Hast du Stimberries auch Sie hat mich eh nicht gehittet. Okay. Ja, hab ich. 29 Hide immerhin. Sehr gut, weil das Scheiße, wir hätten es vielleicht liegen lassen sollen, weil dann die Insekten kommen. Stimmt, aber wir waren jetzt schon fast halb wieder raus aus dem Sumpf, ne? Vielleicht kriegen wir irgendwas anderes noch hier zum Töten. Ja, hier waren doch, glaube ich, irgendwie gerade Dodos. So ein Phenomia oder sowas. Ja, oder noch eine Schlange. Die ist ja echt eigentlich easy zu töten, wenn du in den Kopf triffst. Ja, man darf sie nicht unterschätzen, aber grundsätzlich ist sie schnell tot. Ja. Aber wenn die dich ausnockt, sieht es ganz schnell ganz böse Vorsicht, aus. Vorsicht, du bist sehr weit drin jetzt, ne? Ja, boah, eigentlich müsste man das Gras ausmachen, dann würde ich so viel mehr sehen. Nee, das ist für... Aber hier, wo ich gerade bin, Opfer. Hier, wo ich gerade bin, kannst du hinkommen. Hier ist es richtig gut. Hier ist super übersichtlich. Okay. Und die nur. Ja, ich sehe es. Ich bin auch so auf dem Stein ein bisschen hinter dir, weil jetzt sind wir halt umzingelt vom Sumpf, ne? Jetzt so ein bisschen, jetzt kann aus jeder Richtung was kommen. Das macht mir so ein bisschen Angst. So, ich sehe hier gar nichts gerade wieder. Und auch voll Sarkos, ne? Was ist das für ein Sound hier? Der neben Achtung, uns, hinter dir Insekt! Ja. Wieso habe ich den Dilo gerade? Drei Insekten? Wieso habe ich den Dilo wieder direkt abgebaut? Oder habe ich den gar nicht abgebaut? Stimmt, ich habe den gar nicht getroffen, glaube ich. Insekt. Sechs. Ich hab's gekillt, aber ich sehe die Leiche nicht. Ah, hier. Oh. Oh, Schlange! Ja. Okay, ich hol die, wenn die... Ich bin im guten Gebiet. Stimberries? Ja, hat mich nicht. Die sind tot. Schnell. Leiche liegen lassen, lass sie liegen. Ja, richtig. Oh, ich wäre jetzt schon wieder abgebaut. Ich bin so ein Idiot. Okay. Er rappt, die los da vorne, ja. Hä? Auf einmal hier ein Riesen. Ja, man sieht jetzt gerade die Leiche nicht mehr, weil hier alles gerade voller Palme ist. Lassen wir auch mal liegen. Yep. Schlange! Oh, ja. Hau ab. Hat mich auch getroffen, aber ich habe Stimberries gegessen. Ja, ich renne in die andere Richtung. Jo, da kommt sie. Okay, jetzt lass sie einfach zu dir drehen und dann, wenn sie mit Kopf zu dir kommt, easy schießen. Down. Sehr gut. Oh, wir sind so dermaßen trainierte Akler. Ah, wir sind so stark, Leute. Oh, aber man kennt das auch nicht anders. Aber irgendwie zieht es gerade nicht so die Insekten an.
Vielleicht ist doch nur ein Gerücht. Vielleicht auch nur ein Gerücht. Das wäre aber voll die sinnvolle Thematik. Die essen auf jeden Fall die, aber ich weiß nicht, ob sie deswegen auch dann spawnen oder angelockt kommen. Ich meine schon, irgendwie das mal gehört zu haben. Aber vielleicht haben wir hier... Oh, wie schön das hier aussieht, Alter. Krass. Ja. Lass uns mal kurz hier auf den Stein. Leck bei mir, ich glaube, mein Spiel ist gleich abgestürzt. Bleib mal ungefähr hier, wo ich bin. Oh Gott, oh Gott, das ist kein guter Punkt, um abzustürzen. Deswegen, ja. Du siehst ja, wo ich bin, ne? Ja, ich bin direkt neben dir, ich beschütze dich gerade, aber okay, hier könnte jederzeit irgendwas kommen. Ich starte schon neu. Ich nehme mal lieber schnell einen Crossbow in die Hand. Lade schon mal nach. Oh, Freunde! Ich würde sagen, an dieser Stelle geht's morgen um 14 Uhr weiter beim DNR. Seid gespannt, ob wir das Ganze hier überleben. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, Freunde. Oh wei, oh wei. Hoffentlich klappt das hier, Leute. Take this, ihr nehmt das Leben nicht zum Ernst. Morgen um 14 Uhr geht's wieder weiter beim DNR. Der Kanal ist unter der Beschreibung verlinkt. Bis dann, mach's gut und tschüss.